Okay. Ja, was geht mit der Bewährungsanhörung? Ist halt die Frage, ob sie überhaupt verdient haben. Ne? Bewährungsanhörung. Ah, kein Raum mehr, okay. Was war das? Das war nix. Okay. Drogensucht. Drogensucht ist wirklich ein Problem. Gruppentherapie für Alkis, kein Raum gefunden. Taser-Ausbildung für Wachen. So, es sind auch nur 38%. Bewährungsanhörung, alles klar. Und geistige Führung. Alles klar. Gnadengesuch bei Todesurteil. Wir haben nichts, was Todesurteil angeht. Was zur Hölle? Jungs, Mädels, nicht Jungs. Echt nett, oder? Ich bleibe auf scharfem Waffengebrauch und wir erhöhen die Einlieferung. Naja, 350 ist way too hard. Wir haben jetzt 166, dann gehen wir erstmal auf 100 und 70, ja, 80. So, und schon haben sie wieder ein Problem mit mir. Das gibt keinen mehr. Es wird nie wieder gut hier. Damn! Schon hart hier, der Knast, ne? Richtig hart. Aber der Aufstand war schnell vorbei. Aber im Besucherraum ist natürlich nicht cool, dass da sowas passiert. Zwei Personen wurden kürzlich umgebracht. Schade. Es ist bestimmt wieder Personal gewesen, ne? Ja, na klar. Unglaublich. Aber das relativiert sich jetzt vielleicht auch nochmal. Wenn der Anführer wieder draußen ist. Vielleicht bald. Ich den Knast jetzt komplett fülle, dann werden wir eh übelst platt gemacht. Ja, okay, ist vorbei. Ist gut. Ist das Tor noch intakt? Ist das offen? Geht das auch nochmal zu? Macht ihr denn da? Was zur Hölle? Was machen die da? Ich habe keine Ahnung, was die da treiben. Hobbys. Aber das Tor ist offen. Immer. Super. Oh Mann. Soll ich die Leute mal richtig überfordern? Indem ich einfach alles einliefern lasse, was geht? Ah, wir gehen mal auf 200, hä? Das wird doch schon mal lustig. Dann kommen jetzt nämlich erstmal 42 Häftlinge. Yay, Zeit für Spaß. Was? Jack und Juhinho. Was tut ihr? Soll ich eine Aufgabe geben? Okay. Er macht's schon. Vielleicht kommen sie ja dann irgendwann mal zurück. Habe ich jetzt 31? Gut, machen wir 35 Arbeiter. Wir haben's ja. Ich gehe noch pleite hier. Eskalation incoming. Das Leichenhaus spielt da bestimmt auch super mit, ja? Die Leichenbahre. Jungs, echt jetzt. Ah, super. The hell? Okay, die machen einfach nichts. Bin begeistert. Jetzt geht's richtig zur Sache. Da bin ich immer gespannt auf The Chaos. The Chaos!
Yeah. Aber nein, Mädels. Ausziehe, nächste. Das dauert. Okay. Die Hälfte wird wahrscheinlich erstmal erschossen. Es geht ab. Rutsch, okay. Sind da zwei Stück gerade einfach raus? Ich glaube schon, ne? Okay. Nur weil die hier stehen und nicht wissen, was sie machen sollen. Alle, echt. So, besser. Entlassung, ja, okay, gut. So, 230 für den nächsten Tag schon mal angeplant. So, das machen wir jetzt. Das ziehen wir noch durch, hä? Dürfen sie. Gut. Ja, soweit, so gut. Keine Aufstände. Bis jetzt zu sehen. Gut. Ja, das sieht alles gut aus. Okay. Wir haben jetzt nochmal 34 Häftlinge, obwohl sie die echt gut abgearbeitet haben, muss man sagen. Geistige Führung, okay. Hier ist aber auch ein Verkehr da oben. Geil ist das nicht, oder? Was machen die denn jetzt auch noch da? The hell? Ey. Irgendwas läuft hier gar nicht mehr rund, ne? Es ist total strange gerade. Ist okay, ein Todesfall, damit können wir arbeiten. Anführer wird bestraft, das gibt wieder Rioting vom Allerfeinsten. Können wir das denn machen hier? Regeln. Ernährungsrichtlinien für Quotenentlassung, jo. Ja. Zellenqualitätsbewertung verwenden. Pff, I don't care. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht schon wieder eskaliert. Waren die alle da? Ja, die warten auf irgendwas, hä? Scheißknast. Oh, hello. Einen wunderschönen. Sehe ich jetzt gerade erst. Okay, dann. Nochmal zwei Todesfälle. Ist mir egal. Naja, kommt drauf an. Personal? Ja, natürlich. Ein Todesfall war Personal. Hauptsache, hier hält keiner mehr die Tür offen. Jetzt gucken wir mal da unten, ob das hier nicht auch der Fall ist. Nee, war so Glück nicht. Ist gut. Alles klar, so. Wer auch immer da in Einzelhaft ist, ist bestimmt das mit der Bande Mitglieder. Gut, da wir scharf schießen, sollte sich in Grenzen halten. Und wie gesagt, Todeszelle kann ich komplett in die Tonne kloppe, abreiße. Okay. Keine Ahnung, warum der da steht. Aber mal unabhängig davon, da ist eine Personaltür. Dann machen wir doch hier mal noch ein bisschen Crash rein. Wir haben ja genug Geld für die Scheiße. Ich meine, was sollte ich sonst mit dem ganzen Geld anfangen aktuell? Nichts. Korrekt. Ein Todesfall ist mir egal. Solange die nicht wieder den Aufstand übe. Was jetzt wahrscheinlich doch passiert. Aber man muss ganz klar sagen, der Knast ist hart. Was kommt denn jetzt hier alles rein? Gras bauen, also? 7 Todesfälle. Tja. Die erschießen einfach alles gerade, ne? Was ihnen so in die Quere kommt. Kamen die jetzt schon? Nee, okay. Ah, da kommt, nee.
Wieso kommen hier keine neuen rein? The hell? Okay. Oh, ja, okay, cool. Ja, machen wir doch dann mal 260. Das wird jetzt halt immer lustiger, ne? Da kommen sie. Jo. Ist gut. Was schaffen sie es mit der Verteilung? Okay, die Waffengewalt habe ich jetzt erstmal abgewendet. Sozusagen. Da geht erstmal nichts mehr. Okay. Vielleicht haben wir jetzt auch nicht mehr so einen hohen Verlust an Leuten. Das wäre gut. Tod. Direkt von hier tot wegtransportiert. Alles klar. Oh Mann. Das könnte eine Weile dauern, bis das hier alles mit Gras zugezogen ist. Ne? Ist okay. Dürfen sie nochmal anschauen. Und vor allem Programme. Nee, Zuschüsse. Eines ist versteckt. Das werden wir wohl wahrscheinlich nicht bekommen. Aber alles in allem sieht das doch schon mal gut aus, ja? Irgendwie ja. Nahrung sieht gut aus. Hygiene sieht relativ gut aus. Bleibt abzuwarten. Ja, gucken wir mal, ob wir das Gefängnis voll bekommen. Muss ja irgendwie. Okay, dann hoffe ich, dass das jetzt wirklich endlich mal Gestalt annimmt. Was habe ich jetzt an Einlieferung? 60, das sind nochmal 30 mehr. Ja, die sind ein bisschen unterfordert, oder? Gehen wir auf 300. Ich werde die 500 irgendwann mal voll bekommen. Da sind jetzt 73 Häftlinge. Aber die haben die so schnell abgearbeitet. Dann können wir vielleicht doch noch einen Todestrakt dazu machen, wenn das hier mit voller Belegung gut läuft. Das ist natürlich die Sache. Aber eigentlich ist mir das Gefängnis zu instabil, um hier einen Todestrakt reinzusetzen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Schon wieder Personal gestorben? Nee. Gut. Sehr gut. Was geht hier? Nix. Hervorragend, hervorragend. So, dann bin ich mal gespannt. Das kann ja jetzt heiter werden hier, ne? Ist doch schon wieder am Rioten. 15 Bandenmitglieder sind am Sack, weil sie schlutschen. Schlutschen? Bedürfnisse. Aber, ja, ist fast okay. Also ich kann nicht alle Trakte hier bauen. Ne? Season 3 gibt eine Insel und da wird es dann nochmal anders werden. Ja, ich denke, Todestrakt ist nicht. Ich versuche jetzt nur mal das Ding unter voller Last. Mal gucken, was passiert. Ja? 76 Häftlinge kommen um 8 Uhr. In 8 Stunden. Ich hoffe, ihr seid soweit darauf vorbereitet, dass es hier keine komplette Eskalation gibt. Die bewaffnete Wache, sehr geil. Mit der Shotgun auf dem Rücken und... Ja, die Bandmitglieder sind immer noch pissed, okay. Aber nicht mehr so sehr, das ist gut. Das könnte mir jetzt den Todesstoß verpassen. Wenn die 100 jetzt, oder 76 gut durchschleifen, dann mache ich volle Belegung. Und dann gucken wir mal, was dann passiert, ey. Dann wird's hart. Besser. Immer noch 15 Bandmitglieder, die pissed sind.